Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei einer neuen Folge Minecraft. Hier bei mir, dem Gunsli. So, wir haben jetzt hier ein gigantisches kleines Towerchen stehen, was für uns was produzieren soll. Und zwar unter anderem Items und unter anderem diese Essenz. Diese Essenz müssen wir weiterverarbeiten. Aber das können wir natürlich nicht einfach so machen. Wir brauchen erstmal einen Platz, wo wir das Ganze weiterverarbeiten möchten. Und da möchte ich gerne hier oben eine, ja, etwas draufbauen, eine Kuppel sozusagen. So, wir brauchen erstmal Dreck und damit tun wir uns diese mal markieren. Zuerst mal hier die Öffnung. Wir machen 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Höhe. Wohin es denn rauslaufen soll. Gut. Dann brauchen wir Glas. Ich möchte hier nämlich gerne einen Glasboden drin haben. Dieser sollte nach Möglichkeit ein kleines bisschen rund sein. Das heißt, wir bauen. Müssen mal gucken, also sehr rund jetzt nicht, nur halt so ein bisschen. Da muss ich mal gucken, ob ich das hier so einfach hinbekomme, wie ich mir das denke. Zack, zack. Hoppa, so. Gut, das da. Dann möchte ich hier einmal einen rüber gehen. Noch einen rüber, einen raus. Eins, zwei. Zack, so. Das sind zwei, das sind auch zwei, das sind zwei und hier müssen wir natürlich das gleiche machen. Und es wäre nicht schlecht, wenn wir schlafen gingen. Der Regen geht mir natürlich tierisch auf den Keks, vor allen Dingen nicht nur, weil es Minecraft-Regen ist und Minecraft-Regen einem immer auf den Sack geht. Nein, das Ding lässt auch meine FPS um 2 bis 3 fallen, was ich so überhaupt nicht mag. Außerdem ist es laut und eklig und sowieso. Ups. So, gucken wir mal. Oh, ein Rund sieht anders aus. Machen wir hier noch einen hin. Jeweils habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen habe ich das auch freigelassen. Und dann bauen wir hier eine schöne Glasfläche. Die ist wirklich rein optisch zu sehen. Hier wird nichts drauf gebaut. Das ist nur eine Sichtfläche, womit man nach unten gucken kann.
Weil ich irgendwie finde, dass das ganz nett aussieht. So. Wenn hier so ein durchsichtiger Boden drin ist, in der Mitte. Die wahre Zauberei passiert dann am Rand. Gut, okay. Dann brauche ich Mossystone. Damit möchte ich jetzt den nächsten Rand ziehen, wenn das Spiel denn dann weitergeht. Ja, wenn das Spiel dann weitergeht, so. Tun wir die Pfeile weg, den Bogen weg, das weg, das weg. So, das brauchen wir nämlich jetzt nicht. Den Redstone brauchen wir auch nicht. Bricks holen wir uns noch ein Stack mit. Außerdem das da und das da. Und das und das und das und das und das. Gut. Und Bricks. So. Das Ganze soll ja auch nachher schick aussehen. Momentan sieht es irgendwie, ja, ich weiß nicht wie genau, aber es sieht momentan noch nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen müssen wir da an der Optik noch ein bisschen arbeiten und feilen. Wenn ich schon mal so ein prestigeträchtiges Projekt baue, dann möchte ich natürlich auch, dass das dann entsprechend aussieht. So. Okidoki. Naja, sind wir ja schon fast rund. Schade, dass ich das jetzt nicht mehr in der Wüste gebaut habe. Ich finde das Jetpack schön. So. Dann haben wir die erste Runde. Das ist die Steinrunde. Und jetzt möchte ich da einen dunkleren Stein drin haben. Also hier diesen schicken, fleischigen Blöcke. So. Wie weit bin ich jetzt hier am Rand gediehen? Ja, da kann ich jetzt ruhig ein paar Runden rein, beziehungsweise jetzt mal eine Runde machen mit. Mit dem Fleisch. So. Zack, zack, zack. Man sieht, es ist heute keine technische Folge, ist heute eher so eine Baufolge. Ich möchte hier so ein bisschen effektvoll das Ganze nachher hier oben drauf setzen. So ein bisschen, als ob es aussehen würde, als ob da was drauf gelandet wäre oder so. Hoppala. Du hast da nichts zu suchen. Du hast da was zu suchen. Opa. Oh, wunderbar. So.
In der Zeit, wo ich das hier mache, könnte eigentlich unten auch ein bisschen Mob-Geschichte geschrieben werden. Und zwar, ich glaube, die Nummer 6. Ich mache mal kurz die Nummer 6 an. Das müsste nämlich. Das ist die 9. Das ist die 6. So. Ja, das sind Skelette. Ein paar Skelette bitte. So. Ja, wenn man dann jetzt hier die Platte auf hat, kann man das schön beobachten. Ah, guck mal, Skelette, hallo. Seid ihr am Sterben? Aber wir möchten die ja nicht töten, wir möchten denen ihre Essenz. Deswegen machen wir den mal das Sonnendach zu, damit die ein bisschen besser, damit die keinen Sonnenbrand kriegen. Gut, und weiter geht's hier oben. Ich brauche die nächsten Layer. Oh. So. Zwei, zwei, zwei. Aha, okay. So, so, so. Perfekt. Und weiter geht's. Acht. Gucken wir mal, dass wir für den Layer hier hoffentlich genug Material dabei haben. Ja, das sollte natürlich nicht dahin. Nein, natürlich nicht. Wo haben wir die Star? Guckt Miet. Guckt Miet und guckt Miet. So. Mal ein paar Äpfel füttern. Yum, yum, yum. Du kommst dahin und dann geht's weiter. Eins und zwei. Na komm. So. Der Layer ist auch fertig. Jetzt möchte ich gerne, upala, einen Layer hochgehen. Und zwar dahin. Mit meinem rosa Fleisch. Ach, wie romantisch. Ich
bin ein Turm aus Fleisch am Bauen und die Sonne geht unter. Ist das nicht romantisch? Wieso wechselt er immer in die falschen Blöcke? Immer in die falschen. Furchtbar. So. Gut. Was wir hier noch so vorhaben, das ist, wir möchten mit der Mob-Essenz arbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man so hat. Wir haben ja schon festgestellt, dass, beziehungsweise ich habe euch ja schon gesagt, dass das eine Art von flüssigen Erfahrungspunkten ist. Und so kann man die natürlich auch verwenden. Man kann damit Sachen verzaubern. Und ja, ganz viele praktische Sachen machen. Wir haben dann Auto-Anvil und einen Enchanter und solche Sachen halt. Hier wollen wir mal hier gucken. 77, ja, das ist ja noch nicht so viel. Und das möchte ich gerne hier oben verarbeiten. Deswegen dann hier oben auch dieser, ja. Fleischige Teller. Aber ich möchte den noch etwas größer machen. So. Da kommen nämlich noch ein paar Layer drumrum, damit wir auch genügend Platz haben dafür. Okay. Da kommt noch einer hin. Und da kommt noch einer hin. Perfekt. Oh. Und er wechselt wieder in den falschen Block natürlich. Ist ja klar. Ja. So. Ich hoffe mal, das Fleisch-UFO sieht nicht allzu schrecklich aus. Aber das braucht so alles seine Zeit, bis man sowas mal gebaut hat. Ansonsten habe ich jetzt letzter Zeit. Ups. Nicht mehr viele, also momentan nicht sehr viele Pläne, was jetzt so an Let's Plays laufen soll. Wir sind bald fertig hier mit dem Waldläufer, also zumindest mal sind wir mit dem auf Level 60. Dann will ich mit dem natürlich noch einiges in Level 60 machen, ein paar Dungeons und so ein paar Sachen zeigen.
Und natürlich auch noch, wie man den jetzt besser ausrüstet und wo man die Sachen bekommt und so weiter und so fort. Dann müsste ich ja meinen Zweihandwaffenkämpfer noch weiterspielen. Aber so an anderen Spielen und am anderen Zeugs bin ich ja momentan ziemlich rar gesät. Ist aber auch eine zeitliche Geschichte. Uppala. Ist halt momentan nicht so viel Zeit bei mir. Da muss ich halt einiges an Prioritäten setzen. Oh, ich bin fast rusch. Und muss da gucken, wie ich das mache. So, unsere Fleischpasteten sind wieder aus. Mal von hier aus. Interessant. Ich glaube aber tagsüber sieht man es besser. Das Ganze mal bei Tag an. Warum? Warum musst du da sein? Blöder Creeper. So. Okay. Schauen wir mal. Oh, sieht recht gleichförmig aus. Schick. So, dann fehlt die Außenkante. Die Breite hier müsste eigentlich nämlich passen. So, die einmal eine Umrandung bitte. Dann hätte ich gerne schicke Fenster. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. So, jetzt läuft auch schon seit ein paar Minütchen unser Mobfarm hier unten. Da muss ich dann gucken gehen, bevor ich hier Schluss mache, was da rumgekommen ist und ja, was wir da jetzt rausgekriegt haben, das machen wir jetzt auch. So. Bop. Also getötet werden die da hinten, da und hier vorne.
Ach, komm. So, hier haben wir jetzt 96 drin. 106. Dreiundsechzig und 80. Oh. Da ist doch wunderbar. Oh. Perfekt, perfekt. Dann gucken wir mal, was das an Knochen und an Gedöns gab. 400 Knochen. Alles Mögliche an Bögen. 49 Power 1 Bögen. Power 2 Bögen. Power 2 und Punch 1. Punch 1. Punch 1, Power 2. Punch 1. Naja, das hätten sie auch stacken können. Naja. Aha, Boots haben wir auch gekriegt. Gucken wir mal die Liste komplett durch. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Viele, 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 viele Rüstungen. Aha, gut. Okay, dagegen müssen wir natürlich noch einiges tun, aber okay, das ist mal was anderes. Das gehört mal jetzt nicht hierhin, da muss ich noch gucken, wie ich das am besten organisiere. Wir haben auf jeden Fall schon mal da oben ein kleines Üfchen. Was ist denn das da ganz oben? Das habe ich noch gar nicht gesehen, da muss ich unbedingt mal hin. Das ist aber richtig hoch. Upp. Okay, da komme ich mit dem Jetpack. Muss ich mal aufladen. Mal gucken, ob ich da hochgeflogen kriege. Noch 3 Minuten Zeit. Dann endet die Folge auch. Das mache ich jetzt einfach mal. Das UFO baue ich offline weiter. Das interessiert mich jetzt doch mal. Was da oben ist. Da ich das noch nicht gesehen habe. Ob ich auch überhaupt so hoch fliegen kann mit dem Jetpack, ist jetzt natürlich die Frage. Und los geht's. Yay. 100 Meter. 200 Meter. Ah. Woher komme ich nicht? Ist hier oben sonst noch was zu sehen? Nein. Aber höher komme ich nicht. Wieso? Ach, ich will doch höher kommen. So ein Mist. Also höher als 200 Meter ist mit dem Jetpack nicht drin. Schade, schade, schade. Wirklich schade. Ah, Mist. Na gut. So, wir brauchen Fenster, beziehungsweise wenn das Ganze breiter wäre. Das wäre eigentlich, ist eigentlich breit genug, aber dann. Ja, es ist in Ordnung. Ich mach mal hier jetzt mein Ding. So, und zwar mein Fensterding. Ich will Fenster haben. Eppa, komm her. So, und zwar geben die Fenster auch gleichzeitig natürlich die äußere Form vor. So, okay. Dann brauchen wir das so. Hier kommt noch ein
Fenster so hin. Und jetzt da oben die Kante. So, dann habe ich hier ein schickes Fensterchen. Wo man schön drin stehen kann. Hoppa. Da meint man, man steht im Freien, ne? Na, cool. So, eins davon dahin. Okay. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich baue vielleicht jetzt so noch ein bisschen weiter. Bis morgen dann. Tschüss.